Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt viele Menschen auf Social Media, das ist mir aufgefallen. Vor allen Dingen größtenteils bei vielen Frauen, die das Übergewicht einfach verherrlichen, glorifizieren. Es ist schön, übergewichtig zu sein. Es ist ästhetisch. Es schadet der Gesundheit nicht. Alles wird halt einfach relativiert und da kann ich als stark übergewichtiger Mensch, der weiß, wovon er spricht und das durchgespielt hat und das erlebt hat und das immer noch erlebt, trotz der 52 Kilo Abnahme und aufgrund dessen sich jahrelang isoliert hat, sagen, dass das völliger Bullshit ist und dass man sich da wirklich etwas vormacht und in die Tasche lügt. Man kann ein paar Kilo mehr auf den Hüften idealisieren. Man kann es auch annehmen, man kann sich auch wohlfühlen. Es ist natürlich alles eine Sache des Geschmacks, ne? Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber evolutionär gesehen und halt auch das gängige Schönheitsbild entsprechend, ist es normal, dass irgendwann, umso mehr man wiegt, umso mehr Kilos man auf den Hüften hat, man aus dem Leim geht, es nicht mehr ästhetisch ist. Schlank sein suggeriert ja auch Gesundheit. Das ist ja auch normal. Man kann ein paar Kilos zu viel haben. Das ist völlig in Ordnung, solange man nicht beeinträchtigt ist, es Gesundheit, die Gesundheit nicht gefährdet, nicht schädlich für einen ist. Top. Da muss man wirklich nicht sich der Gesellschaft anpassen und sagen, ja, ich muss jetzt rank und schlank sein, ich darf nicht mal ein Kilo Übergewicht haben, ich muss den und den BMI haben. Du kannst ruhig ein paar Kilo zu viel haben. Das ist sogar recht gesund, wie ich finde. Aber wenn wir schon von 20, vor allen Dingen 30, 40 Kilo Übergewicht und mehr reden, sich darin dann einfach, sich darin dann zu begeben, dass man dann das Ganze schönredet, einfach nur aus dem Schmerz heraus, weil es eine Art Trotzreaktion ist, um den anderen Menschen bloß nicht die Genugtuung zu geben, dass sie Recht haben, dann daraus aus dieser Not eine Tugend zu machen und zu sagen, ich bin mehrgewichtig, ich bin schön, ich sehe ästhetisch aus. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Man sollte mit sich selber im Reinen sein und sich selber annehmen und lieben, aber viele verwechseln einfach, sich etwas vormachen und als Schutzmechanismus einfach die entgegengesetzte Haltung der anderen Menschen anzunehmen, um ihnen zu zeigen, dass man davon nicht getroffen ist, von ihrer Meinung, von ihrer Haltung. Das ist nicht wirklich sich selber lieben und einen starken Selbstwert haben. Das ist es einfach nicht. Das macht man nur, um daran nicht kaputt zu gehen und um sich selber was vorzumachen, um sich mit seinen eigenen Dämonen, um sich mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen, die Gefühlswelt, die Gründe für das Übergewicht nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich kann euch da eine passende Geschichte auch erzählen. Ich habe einen Arzt gesehen von mir, einen ehemaligen, der damals wahrscheinlich mehr als 200 Kilo wog, immer noch stark adipös ist, meiner Meinung nach abgenommen zu haben scheint, weil er musste, sich den Magen verkleinern lassen hat. Aber was mich einfach geschockt hat, sein Unterbein wurde amputiert und er saß im Rollstuhl. Ich habe ihn vorletztes Jahr noch gesehen, da konnte er noch gehen mit einem Rollator, aber er konnte gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es darauf zurückzuführen ist, dass er so stark adipös war, sein ganzes Leben lang. Und er hat auch schon ein gewisses Alter, ich schätze ihn auf Mitte 50, Ende 50, um die 50 herum auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie eine Durchblutungsstörung ist, aufgrund des Übergewichtes irgendwas mit Diabetes zu tun hatte. Man weiß es natürlich nicht. Es kann auch klar andere Gründe haben, aber Übergewicht, Adipositas, begünstigt halt so viele Dinge, ne? Es ist schädlich für das Herz-Kreislauf-System, für die Gelenke, der Gelenkeverschleiß. Es ist einfach so, dass es so viele Krankheiten fördern kann. Es ist natürlich kein Garant dafür. Ich möchte auch klipp und klar sagen, nur weil man adipös ist, stark übergewichtig, heißt das nicht, dass man krank ist, heißt das nicht, dass man all diese genannten Krankheiten bekommt, aber das Risiko wird um ein Vielfaches
erhöht. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, so stark übergewichtig zu sein. Und das hat sich niemand ausgedacht. Und das muss man einfach akzeptieren und sich nicht anfangen, alles schön zu reden. Body Positivity, das total falsch auslegen, so wie es einem gefällt. Ich bin schön, ich bin eine kurvige Frau. Ich habe Kurven, ihr könnt mich mal. Ich liebe mich selbst. Wer entscheidet denn, was schön ist und was nicht? Sind wir mal ehrlich, die meisten Menschen werden schlanke Frauen, schlanke Menschen bevorzugen. Und wenn es nicht so ist, hat es seine Gründe, die nicht immer unbedingt der Norm entsprechen. Sind wir ehrlich, das sagt euch ein stark adipöser Mensch. Und macht euch da nichts vor. Es ist schwer, das zu ändern, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, Bewusstsein zu schaffen. Ich weiß, da fängt man an, sich in dieser Rolle wohlzufühlen und das aus Schutz, um weiter zu funktionieren und um den anderen bloß nicht zu zeigen, dass man getroffen ist. Aber machen wir uns mal nichts vor. Hört auf, euch selber anzulügen. Ihr könnt es der Welt vormachen, zumal das auch nicht funktioniert, wenn Menschen wirklich Grips haben und sich damit auskennen oder das selber durchleben. Aber selbst wenn ihr es könntet, ihr könnt euch selber nichts vormachen. Ihr macht das, ihr verdrängt es, ihr geht in den Verdrängmodus, aber ihr wisst doch, die Angst um die Gesundheit, geächtet werden von der Gesellschaft teilweise, schnell außer Atem sein, schneller schwitzen, sich wie im Gefängnis fühlen, weil man beeinträchtigt ist. Ist das das Wahre? Ist das das Leben? Ihr könnt ein paar Kilo zu viel haben. Es ist okay, aber ab einem gewissen Übergewicht, 30, 40 Kilo oder mehr, dann auch wenn jeder Körper anders ist, die Muskelmasse spielt auch eine Rolle, ne? In Sachen Übergewicht vor allen Dingen. So. Aber irgendwann ist auch zu vieles gut, oder? Und das muss man einfach einsehen. Und das nicht schönreden und da irgendwelche anderen falschen Vorbilder suchen, die das schönreden und zeigen, ich bin selbstbewusst. Selbstbewusstsein um welchen Preis? Um welchen Preis den Menschen etwas vorzumachen, was einfach nur Fake ist? Selbstbewusstsein ist ja nicht Selbstliebe und Selbstwertgefühl, das verwechseln viele. Und da kann ich einfach nur sagen, wacht auf. Jedem das, was er möchte, jeder so, wie er möchte. Aber ich spreche aus Erfahrung, es hat mich einfach komplett zerstört. Ich bin total falsch umgegangen, das, was ich gemacht habe, sich jahrelang zu verstecken, Familie und Freunde nicht zu sehen, sich zu isolieren, sich zu verteufeln, sich zu hassen, sich als Zirkusattraktion anzusehen, war auch kontraproduktiv. Aber man soll rausgehen, man soll zu sich stehen, man soll seine Meinung vertreten, man soll sich nichts gefallen lassen, aber man soll auch nicht sich da schönreden, aber wiederum natürlich, dass andere Grenzen zu respektieren haben und man sich nicht nur auf sein Gewicht reduzieren lassen muss oder sich jederzeit beim Arzt oder irgendwo was anhören muss, ist verständlich, aber nur aufgrund dessen, weil man da irgendwie so einen Hass entwickelt, braucht man nicht anfangen, sich diese Dinge schön zu reden. Denn es ist einfach wichtig, wichtig, sich das klar zu machen. Und man sollte sich dessen bewusst sein, seine Meinung haben, an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, aber alles daran setzen, abzunehmen. Und wenn man es aus eigener Kraft nicht schafft, wobei ich dafür bin, sich mit sich auseinanderzusetzen, die Ernährung umzustellen, geduldig zu sein, nicht zu hungern, wirklich an den Gründen zu arbeiten. Und da gibt es Möglichkeiten und man kann das aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn nicht, dann sollte man sich halt den Magen verkleinern lassen, wenn das für einen der letzte Ausweg ist. Je nachdem, wie stark übergewichtig man ist, weil für manche ist das der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern, weil sie einfach zu unreflektiert dafür sind. Aber egal wie, bitte mit diesem Gewicht nicht zufrieden geben, Leute, ja?